Wir steuern zu auf die Jazz Ahead, also die große Musikmesse mit Festival in Bremen. Kommende Woche Donnerstag trifft dazu wieder die gesamte Avantgarde des globalen Jazz ein, dieses Mal unter dem Titel Building Bridges, also Brücken bauen. Sie können da nicht nur hervorragende Musikerinnen und Musiker erleben, sondern unter anderem auch den Schauspieler Sebastian Koch, bekannt unter anderem aus dem Film Das Leben der Anderen. Da hat er den Schriftsteller Georg Dreimann gespielt, bekannt aber auch aus der Serie Homeland zum Beispiel. Beim Jazzfestival tritt Sebastian Koch mit dem Hubert-Nuss-Quartett auf, und zwar am 29. April. Sie werden dann da gemeinsam Arthur Schnitzlers Traumnovelle auf die Bühne bringen, und zwar als musikalische Lesung. Wir wollen darüber sprechen mit Sebastian Koch auf Bremen 2. Herzlich willkommen. Hallo, grüß Sie. So eine musikalisch-szenische Lesung. Wie häufig machen Sie sowas? Oh, oft und immer wieder gerne. Das ist seit 15 Jahren oder so, zum Teil mit großen Orchestern, zum Teil wie in der Kreutzer-Sonate mit Piano und Geige. Dann habe ich mit dem Daniel Hoben-Programm, das heißt Paradise, das ist nur eine Geige und ein Leser. Also so, ich liebe es einfach, wenn Texte und Musik miteinander verbunden werden und sich bedingen. Und das ist einfach für mich auch so ein kleiner Theaterersatz. Mhm. Und ja. Wieso haben Sie sich jetzt ausgerechnet die Traumnovelle ausgesucht für die Kooperation bei der Jazz Ahead? Ja, die gibt es schon länger, die Traumnovelle. Ich habe am Anfang mit dem großen Sinfonieorchester das gemacht und habe irgendwann dann Miles Davis gehört im Radio, glaube ich, damals, und dachte, Mensch, das ist genau dieses morbide, schwüle, erotische von dieser Trompete, das passt genau auf diesen Text. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, dass man das mit einem Jazzquartett machen sollte, und habe über Till Brönner dann den Hubert Nuss kennengelernt, der sofort begeistert war, und ich habe eine Konzeption gemacht, eine musikalische, und er hat das dann komponiert und hat ein wunderbares Stück daraus gemacht, und das führen wir auf. Das heißt, Sie haben die musikalische Konzeption gemacht. Wie ist da Ihr Verhältnis zur Musik? Also könnten Sie theoretisch als Musiker auch selber einsteigen? Spielen Sie Instrumente? Ich spiele Instrumente, ja, ich spiele Gitarre seit langem, habe damals Geige gespielt früher und Trompete und so, aber nicht sehr professionell, aber liebe die Musik, liebe die klassische Musik und die Jazzmusik. Und Hubert hat ein gewaltiges Stück da komponiert, das so hochsensibel und ich war völlig begeistert, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Aber wir haben uns zusammengesetzt und überlegt, was wollen wir? Also auch Albertine ist ja die Frau im Stück, das ist A-Dur, Fridolin ist F-Dur. Das sind lauter so Kleinigkeiten, die sich da auch aneinander reihen, und lauter Verbindungen, die im Text dann wieder in der Musik zu finden sind, dann wieder gibt der Text das vor, die Musik erzählt es nach, dann wieder umgekehrt. Also es ist ein unglaublich schönes Ineinanderweben von Musik und diesem wunderbaren Text von Schnitzler. Ich merke schon, das ist ein Stück, was Sie auch persönlich berührt und begeistert. Wie müssen wir uns das vorstellen als Zuschauer? Also wie genau wird diese Zusammenarbeit dann aussehen auf der Bühne? Ja, wir haben dieses Quartett und ich sitze irgendwo auch da auf der Bühne und wir spielen und musizieren manchmal zusammen, dann wieder getrennt. Also manchmal erzählt die Musik den Text nach, dass man einfach ein bisschen Zeit hat, das zu verdauen. Und es geht ja um Traum, und es ist eine sehr erotische und sexuelle Text von Schnitzler, von einem Ehepaar, die ja harmonisch und glücklich eigentlich miteinander leben und trotzdem so Abgründe haben in Träumen und in irgendwelchen Ausschweifungen, heimlichen. Und die Schnitzler macht das wunderbar, wie Realität und Traum so verwebt ineinander, dass man gar nicht richtig weiß, wo man sich gerade befindet. Und da ist es manchmal wichtig, so Musik zu haben, wo man kurz reflektieren kann und nochmal zurückgucken kann. Manchmal erzählt die Musik auch etwas vor, was dann im Text nachfolgt. Also das ist immer miteinander verbunden und dadurch auch vielleicht, würde ich sagen, fast leichter verständlich als ohne Musik. Ja, Sie haben gerade sehr oft betont, dieses Erotische, dieses Sexuelle, was eben der Text in sich hat. Ist das was Sie fasziniert, auch im Leben der Anderen, wo Sie ja mitgespielt haben? Hat man Sie ja durchaus auch in vielen erotischen Szenen dort gesehen, ne? Nein, also was hier der Fall ist, ist ja eine Ehe. Die haben eine 6-jährige Tochter oder 8, ich weiß gar nicht, ich glaube 6-jährige Tochter. Und ich glaube, das ist alles ein bisschen eingeschlafen. Und das geht ja nicht nur den beiden so in langjährigen Beziehungen. Und ich finde es großartig, weil Schnitzler hat damals über Freud die Traumanalyse
sich sehr intensiv damit beschäftigt und hat eigentlich das mit eingearbeitet in seinen Text. Und das ist einfach hochinteressant, wie man so Abgründe in Träumen einfach leben kann. Und dann plötzlich vermischt sich das aber mit realen Begebenheiten und die beiden sind konfrontiert mit ihren Fantasien. Und das ist großartig und sie müssen das aussprechen, weil es liegt auf dem Tisch und das ist natürlich mit Scham und Eifersucht verbunden, wie es halt so ist in so einem Eheleben. Und dadurch, dass die Sprache immer so poetisch und schön ist, ist das, hört man gern zu und es ist gern in dieser Traumwelt dabei. Und wie sich dieser Text dann mit Musik zusammenfügt, das können Sie erleben am 29. April bei der Jazz Ahead. Dort wird nämlich der Schauspieler Sebastian Koch die Traumnovelle von Schnitzler in einer musikalisch-szenischen Lesung aufführen. Im Metropoltheater wird das Ganze stattfinden und Karten gibt es, glaube ich, auch noch zu kaufen, ne? Es gibt Karten noch, so viel ich weiß, ja. Es ist ein riesiges Theater und ich hoffe, dass viele kommen. Also wir freuen uns wahnsinnig auf den Abend, haben ihn durch Corona jetzt auch länger nicht gemacht und sind ganz heiß drauf und haben wahnsinnig lustig. Sebastian Koch, ich bedanke mich fürs Gespräch auf Bremen 2. Wunderbar, danke Ihnen. Tschüss.